Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen RKH-Livestream. Das Thema ist State of the Art in der Fußchirurgie. Mein Name ist Dr. Ulrich Grunwald. Ich leite seit einigen Jahren die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am RKH-Klinikum Bietigheim-Vaihingen. Was erwartet Sie heute? Wir haben das Thema Fußchirurgie. Ich werde Ihnen einige interessante Informationen zum Thema Fußchirurgie präsentieren. Dann werden wir uns über die Blockbuster, also die häufigen Erkrankungen und Krankheitsbilder im Zusammenhang mit der Fußchirurgie unterhalten. Und schließlich haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Fragen zum Thema Fußchirurgie. Sie können dazu den Live-Chat verwenden. Der Fuß ist ein vergessener Skelettabschnitt. Woran liegt es? Nun, der Fuß schwitzt manchmal und riecht dadurch vielleicht. Er ist auch nicht lebensnotwendig. Mechanisch, das werden Sie nachher gleich sehen, ist er sehr kompliziert und man muss sich zu ihm hinunterbücken. Wenn man fußchirurgische Krankheitsbilder behandelt, dann wird man feststellen, dass die Fußchirurgie eher komplikationsträchtig ist. Wenn wir uns die Füße genauer angucken, dann finden wir, dass sie eine enorme Leistung vollbringen. Sie laufen und tragen uns im Laufe des Lebens etwa viermal um die Erde. Das entspricht 160.000 Kilometern. Oder im Leben etwa 270 Millionen Schritte. Das entspricht etwa 10.000 Schritten am Tag. Während Sie dies tun, tragen Sie eine Belastung von etwa 1.000 Tonnen. Wenn wir uns die Entwicklung, die Phylogenese der Füße angucken, dann kann man erkennen, dass der menschliche Fuß von einem fünfstrahligen Amphibienfuß abstammt. Wenn Sie das jetzt hier auf das anatomische menschliche Skelett übertragen, dann sehen Sie, dass praktisch die gesamten Fußwurzelknochen der Amphibien auch beim menschlichen Fuß zu finden sind. Unsere Füße sehen seit etwa 4 Millionen Jahren so aus wie heute. Was sind die Kennzeichen? Wenn wir das uns angucken beim Orang-Utan, er hat eine abgespreizte große Zehe. Deshalb, weil der Orang-Utan, der Affenfuß, ein Greiffuß ist. Der menschliche Fuß hat eine angelegte große Zehe. Der menschliche Fuß hat außerdem eine Fußlängs- und Querwölbung und ein ausgeprägtes, starkes Fersenbein. Das hängt mit der Evolution des Menschen zusammen. Der Affe war ein Waldbewohner und hatte den Fuß, die Hinterhand, zum Greifen und zum Hangen. Er ist nur gelegentlich gelaufen. Während der Mensch dann in die Savanne auszog, um zu überleben. Und er musste sich deshalb aufrichten, er musste stehen. Das heißt, der Fuß muss die Körperlast tragen und die Schwerkraft überwinden können. Wenn wir biologische Bilder angucken, der menschliche Fuß, Charakter der Menschheit von Karl Hermann Burmeister. Karl Hermann Burmeister hat in Buenos Aires gelebt lange Zeit. Er hat ursprünglich die Zoologische Fakultät der Universität Halle-Wittenberg gegründet. Und er hat dann lange Zeit in Buenos Aires gelebt und hat dort festgestellt und in seinen Forschungen herausgefunden, dass sich kein anderes Körperteil so weit von dem Tier entfernt hat, wie der menschliche Fuß. Wilhelm Katwinkel, ein Neurologe, ist nach Afrika ausgewandert, weil er dort in der Serengeti die Schlafkrankheit, eine neurologische Erkrankung, erkunden wollte. Und er hat hier in diesen Steinen, die man hier in diesen Bergen findet, einen Fußabdruck gefunden, der etwa 1,75 Millionen Jahre alt ist. Sie sehen hier ein Abdruck, ein Ausgusspräparat dieses Fußes. Und das ist der älteste Fußabdruck, den die Menschheit bis heute kennt. 1,75 Millionen Jahre alt. Der Fuß dient auch den Schönheitsidealen in den darstellenden Künsten. Der ägyptische Fuß zeichnet sich durch einen prominenten ersten Strahl aus.
der griechische Fuß durch einen prominenten zweiten Strahl. Auch darauf werden wir nachher nochmal kommen. Leonardo da Vinci bezeichnet den Fuß als ein technisches Mirakulum der Natur. Und Johann Wolfgang von Goethe hat festgestellt, dass ein schöner Fuß ein großes Geschenk der Natur ist. Die Schönheitsideale haben auch andere Blüten getrieben. Das ist ein Lotusschuh aus China. Die Damen sollten ihn tragen und deswegen wurde den Kindern im Alter zwischen 4 und 7 Jahren feuchte Leinentücher um den Vorfuß gebunden und mit dem Trocknen der Tücher sind diese geschrumpft und haben dann die Zehen, wie Sie das hier sehen, um den Fuß herumgewickelt. Sie sehen hier die Zehen, das hier ist die Großzehe und Sie können erkennen, dass es dort zu einer geradezu Verstümmelung der Füße gekommen ist. Die Damen im vorgerückten Alter konnten damit nicht mehr laufen, sie waren verkrüppelt, aber wenn das besonders schön gelungen ist, dann nannte man das einen Lotusfuß und der hat der Familie zu Wohlstand, Anerkennung und Reichtum geführt. Das ist eine Tradition, die wurde 920 in der Tang-Dynastie begonnen. Mao hat es dann 1912 verboten. Die letzte Lotusschuhfabrik, die schloss aber erst im Jahr 2001. Auch im Volksmund werden die Füße für zahlreiche Bräuche und Glauben und auch im Volksmund verwendet. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen. Ein Blick in die Statistik der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zeigt, dass im Jahr etwa 132.000 gemeldete Unfälle bei der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie eingehen. Und davon ist fast jeder fünfte eine Verletzung des Fußes oder des Knöchels. In der Statistik nimmt das die erste Stelle ein. Auch wenn man sich die Komplikationen in der Behandlung anguckt, ich hatte bereits darauf hingewiesen, dann führt diese Statistik, diese traurige Statistik, ebenfalls der Fuß an, ebenfalls mit fast jedem fünften. Und die Reha-Maßnahmen finden auch zu einem Fünftel etwa durch Verletzungen oder für Verletzungen vom Fuß und Knöchel statt. Ein Fersenbeinbruch weist im Index der gesetzlichen Unfallversicherung den höchsten MDE-Index, also Minderung der Erwerbstätigkeit, mit etwa 25,5% im Schnitt auf. Also man sieht, dass Verletzungen des Fußes eine auch gesellschaftlich hohe Relevanz haben. Wenn wir uns jetzt den Krankheitsbildern zuwenden, dann habe ich Ihnen hier eine Liste erstellt mit den häufigsten Erkrankungen. Im Vordergrund stehen die Fußdeformitäten. Da unterscheiden wir zum einen die Vorfußdeformitäten von den Rückfußdeformitäten. Außerdem haben wir Arthrosen. Diese Arthrosen können auftreten primär, also ohne dass vorher zum Beispiel eine Fraktur entstanden ist, oder sekundär als Folge von Verletzungen. Ein häufiges Problem sind die Fersensporne, weil sie hartnäckige Schmerzen verursachen. Nervenkompressionssyndrome, Stichwort ist das Morton-Neurogenom. Und eine etwas neuere Erkrankung, jedenfalls in unserem Bewusstsein, sind die sogenannten Knochenmarködeme, also die Flüssigkeitsansammlung in den Fußwurzelknochen, die zu erheblichen Beschwerden führen. Sehnenentzündungen ähnlich an der Hand sind gängig. Hauterkrankungen, insbesondere Warzen oder auch Blasen, spielen eine große Rolle. Rheumatische Erkrankungen spielen eine große Rolle. Dann haben wir die Verletzungen des Fußes. Ich hatte gerade schon darauf hingewiesen. Und die Tumoren am Fuß sind eher eine geringere Häufigkeit. Das diabetische Fußsyndrom ist ein eigenes Krankheitsbild. Für jedes dieser einzelnen Punkte werden ganze Kongresse abgehalten. Und deswegen ist es in der Kürze der Zeit nicht möglich, jedes einzelne Thema intensiv zu besprechen. Wir werden bei den Fußdeformitäten beginnen. Bevor wir das machen,
müssen wir einen kurzen Blick in die Anatomie des Fußes werfen. Ich hatte Ihnen gesagt, dass der Fuß kompliziert aufgebaut ist, und das sehen Sie hier. Der menschliche Fuß besteht aus 26 Knochen, und diese 26 Knochen sind mit 33 Gelenken miteinander verbunden. Und damit diese 33 Gelenke auch stabil bleiben unter der Körperlast beim Gehen, braucht es über 100 Bänder. Und damit die Gelenke bewegt werden können, etwa 20 Muskelgruppen. Jede Muskelgruppe besteht in der Regel aus mindestens drei, maximal fünf einzelnen Muskeln, sodass wir am Fuß auf etwa 80 unterschiedliche Muskeln gucken. Wir haben ein Fußgewölbe, eine Fußwölbung, eine Längswölbung und eine Querwölbung. Und wir haben lange geglaubt, dass der Fuß an drei Punkten auf den Fußboden aufsitzt, nämlich an der Ferse, an der großen Zehe und an der kleinen Zehe. Wir wissen mittlerweile, dass dies im Stand wahrscheinlich so ist, aber während des Gehens werden verschiedene Bereiche des Fußes belastet. Also wenden wir uns den Vorfußdeformitäten zu, und da ist zuvorderst der sogenannte Hallux valgus. Hallux heißt übersetzt auf Deutsch die große Zehe. Also wenn jemand sagt, ich habe einen Hallux, dann ist das normal, weil es eben die große Zehe ist. Das Krankheitsbild entsteht erst dann, wenn diese große Zehe abweicht nach außen in diese Richtung. Das ist die valgische Abweichung, und daraus setzt sich dann zusammen der Begriff Hallux valgus. Karl Hüther nannte das vor über 100 Jahren den Großzehenball. Also der Hallux valgus ist charakterisiert durch die Abweichung der großen Zehe nach außen. Und häufig, das sehen Sie auf diesem Bild, kommt noch hinzu eine Drehung der Zehe, sodass der Großzehennagel nicht mehr nach oben schaut, sondern nach innen. Wir nennen das eine Pronation. Ich höre sehr oft in der Sprechstunde, das ist bei mir angeboren. Meine Mutter oder meine Oma hatte das auch. Wenn wir in die Literatur schauen, dann stellt man fest, dass nur etwa 5% dieser Hallux valgus-Deformitäten angeboren sind, und die meisten sind erworben, 95%. Wir sprechen daher von einer Zivilisationserkrankung. Woher wissen wir das? Es gibt eine schon ältere Studie aus China, die hat verglichen zwei Dorfbevölkerungen, die zwar nah beieinander wohnen, aber die eine Gruppe waren reine Barfußläufer, während die anderen Schuhe hatten. Und Sie sehen, dass bei den Barfußläufern diese Hallux valgus-Deformität wesentlich seltener auftrat als bei denen, die Schuhe getragen haben. Also nicht jeder, der Schuhe trägt, bekommt auch eine solche Hallux valgus-Deformität, sondern es gibt zusätzliche Faktoren, die sogenannten intrinsischen Faktoren und die extrinsischen Faktoren. Die intrinsischen Faktoren, das sind zum Beispiel eine genetische Disposition, also zum Beispiel eine bindegewebige Schwäche, aber auch anatomische Varianten an den Mittelfußknochen können zu einer Hallux valgus Deformität führen. Und dann haben wir noch die große Gruppe der neuromuskulären Erkrankungen. Die extrinsischen Faktoren, und das sind die häufigsten, das sind zum einen das Schuhwerk, da hatten wir schon drüber gesprochen, dann möglicherweise auch die Strumpfmode, also das Ertragen von Nylonstrümpfen, die sich ähnlich wie bei den Lotusfüßen, diese Nylonstrümpfe können sich nicht ausdehnen. Das heißt, wenn jemand längere Zeit läuft in diesen Nylonstrümpfen und die Füße schwellen an, dann kommt es zu einem Engpass in dem Strumpf und damit zu einer möglichen Ausbildung eines Hallux valgus. Auch der Steinboden, also der Asphalt, auf dem wir laufen, scheint eine große Rolle zu spielen. Und dann gibt es sicherlich noch zahlreiche weitere Faktoren, die wir aber im Einzelnen gar nicht so genau kennen. Wenn sich also jemand mit einem Hallux valgus in der Sprechstunde vorstellt, dann wird man immer fragen nach der Anamnese, insbesondere die Frage der Schmerzen sind von Interesse. Wir werden den Fuß untersuchen und wir werden eine Röntgenuntersuchung veranlassen. Die Röntgenuntersuchung findet nach standardisierten Vorgaben statt, insbesondere im Stehen. Das hängt damit zusammen, dass wir nachher
an dem Fußwinkel messen möchten. Und damit diese Winkel vergleichbar sind, müssen die Röntgenaufnahmen auch in einer vergleichbaren Technik aufgenommen werden. Sie sehen hier rot eingezeichnet der sogenannte Hallux-Valgus-Winkel, also der Winkel zwischen dem Mittelfußknochen des ersten Strahles und dem Grundglied der großen Zehe. Dann kann man auch den sogenannten intermetatarsalen Winkel, also den Winkel zwischen dem Schaft der zweiten Zehe und der großen Zehe messen. Und das gleiche auch mit der kleinen Zehe und der großen Zehe. Und dann interessiert uns zum Schluss noch die Frage, wie denn die Gelenkflächen des Mittelfußköpfchens und der Grundgliedbasis zueinander sich verhalten. Es gibt dann Zusatzuntersuchungen. Sie sehen hier eine Ultraschalluntersuchung der Achillessehne. Sie sehen hier eine MRT-Untersuchung oder ein CT bei einer Fersenbeinfraktur und eine Fußdruckmessung. Diese Untersuchungen sind in aller Regel zur Diagnostik eines Hallux Valgus nicht erforderlich, sondern sind bei bestimmten Fragestellungen von Relevanz. Wenn wir uns der Therapie des Hallux Valgus zuwenden, dann haben wir drei Varianten. Zum einen das Thema keine Therapie erforderlich. Und das ist immer dann, wenn es um eine prophylaktische Operation oder Behandlung ginge oder gar um eine kosmetische Maßnahme. Prophylaxe unter der Vorstellung, lieber eine Korrektur durchführen zu lassen, wenn die Fehlstellung noch nicht sehr ausgeprägt ist, um nach Möglichkeit mit wenig Aufwand ein gutes Ergebnis zu erzielen. Da wir aber nicht wissen, ob der Hallux Valgus, selbst dann, wenn er milde ausgeprägt ist, sich noch verschlimmern wird oder auch zu Schmerzen führen wird oder nicht, ist das keine gute Option. Es gilt in der Fußchirurgie der Satz: No pain, no surgery. Dann haben wir die Möglichkeit der konservativen Therapie und das ist immer die Therapie der ersten Wahl. Einlagenversorgung, zum Beispiel eine wie hier abgebildet, ist eine Möglichkeit. Eine Fußpflege. Es gibt kommerziell erhältlich zahlreiche Fußpflegesets. Oder dann auch solche Zehenkorrektoren und Regler. Vor dem Begriff Korrektor warne ich ein bisschen, weil das suggerieren könnte, dass eine solche Bandage die Fehlstellung insoweit korrigiert, dass sie irgendwann wieder eine normale Stellung erreichen wird. Das kann die konservative Therapie leider nicht. Und dann natürlich die Schuhzurichtung, nicht so wie hier gezeigt, sondern durch den Orthopädietechniker. Und dann als dritte Option haben wir die operative Therapie. Und dazu stehen uns so etwa 150 verschiedene Operationstechniken zur Verfügung. Man muss wissen, dass sich diese Operationstechniken in zwei, drei Gruppen unterteilen lassen. Und jeder, der Vorfüße operativ korrigiert, hat aus jeder Gruppe ein Repertoire von ein, zwei Operationen, mit denen er dann gut hinkommt. Die Frage stellt sich jetzt also, welcher Fuß braucht welche Operation? Und dazu gucken wir uns zunächst die Füße an und ganz deskriptiv sehen wir hier einen Fuß mit einer leichten Fehlstellung und demgegenüber einen Fuß mit einer schweren Fehlstellung. Und dann gibt es noch die in der Mitte, ich habe die mittelschwer genannt. Also drei Gruppen, leicht, mittelschwer und schwer. Das ist die eine Einteilung, die wir vornehmen. Und die andere Einteilung, das wird anhand der Röntgenbilder und dieser Winkelmessung gemacht. Ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass wir an den standardisierten Röntgenaufnahmen den sogenannten Hallux Valgus, HV, Hallux Valgus Winkel messen. Und wenn der unter 20 Grad beträgt, dann sprechen wir von einem leichten Hallux Valgus. Wenn er über 40 Grad beträgt, dann sprechen wir von einem schweren und zwischen 20 und 40 von einem mittelschweren. Das gleiche gilt dann für den sogenannten intermetatarsalen Winkel. Da sind die Grenzen 11 und 15 Grad. Und dann hatte ich darauf hingewiesen, dass die
Gelenkflächen, die Stellung der Gelenkflächen zueinander für uns von Bedeutung sind, ist das Gelenk kongruent, das heißt, sind die Gelenkflächen parallel zueinander oder bilden sie einen offenen Winkel, kongruent und inkongruent. Jetzt haben wir also den Fuß eingeteilt in leichte, mittelschwere und schwere Veränderungen und jetzt ist dann die Frage, welche Operation für welchen Fuß. Und da gibt es einen solchen Algorithmus, das müssen wir jetzt nicht im Detail angucken. Entscheidend ist die Frage, keine Arthrose, ist das Gelenk kongruent oder inkongruent? Wenn es kongruent ist, sprechen wir von einem leichten Fall und führen eine Chevron-Osteotomie durch, das zeige ich gleich. Und wenn es sich um schwere oder mittelschwere Veränderungen handelt, dann brauchen wir einen Weichteileingriff und eine sogenannte Basisosteotomie. Das sind alles Dinge, die wir gleich uns angucken. Die Chevron-Osteotomie. Die Chevron-Osteotomie ist nicht nach einem Herrn Chevron benannt, sondern nach diesem V-förmigen Symbol der Tankstellenkette Chevron, die man auch bei Offiziersabzeichen führt. Eigentlich stammt diese Technik aus der Dachdeckerkunst, den Dachsparren, die eben auch in einer solchen Chevron-artigen Anordnung gebaut werden, weil sie besonders stabil sind. Die Chevron-Osteotomie, ich sagte es, kommt bei kongruenten, leichten Fehlstellungen in Betracht. Und man führt diesen Chevron-artigen, C-förmigen Sägeschnitt, Sie sehen das hier oben, führt man durch und kann dann den Kopf nach außen, also in Richtung auf das Metatarsale 2, auf den zweiten Mittelfußknochen hin verschieben. Dazu benötigt man eine Knochensäge und Sie sehen das hier in der Darstellung, wie das verschoben wird, mit einem Draht fixiert wird und dann wird dieser rötliche Überstand, der wird noch abgetragen. Hier ist ein solches Bild aus dem Operationssaal. Sie sehen hier diesen V-förmigen Sägeschnitt, C-förmig und Sie sehen dann an diesem Überstand, wie man das hier schön verschieben kann. Auf dem Röntgenbild ist das dann nachher so. Sie sehen hier den vergrößerten intermetatarsalen Winkel und nach der Operation sieht man, wie das deutlich kleiner geworden ist. Das ist ein Verfahren, das eignet sich für kongruente Gelenke und für kleine Hallux valgus-Deformitäten. Handelt es sich um größere Fehlstellungen, dann wird immer ein sogenannter Weichteileingriff benötigt. Warum ist das so? Das sehen Sie hier. Wir haben zum einen die knöcherne Fehlstellung und Sie sehen jetzt, dass wir zusätzlich hier eine Strecksehne und eine Beugesehne haben. Und das Ganze hat jetzt die Konfiguration eines Flitzebogens. Das wäre der Holzbogen und das ist die Seite. Und das ist auch der Grund, warum eine solche Fehlstellung durch Orthesen nicht mehr dauerhaft zu korrigieren ist. Wir haben dann zusätzlich die sogenannte Adduktorensehne, die also die große Zehe nach außen zieht. Und dann sehen Sie hier unten noch die sogenannte Abduktorensehne, die eigentlich hier laufen sollte, zur Gelenkstabilisierung. Und der Weichteileingriff hat nun den Sinn, diese Muskeln und Sehnen wieder an den richtigen Ort zu bringen. Dazu braucht es einen Hautschnitt in der Mitte zwischen der ersten und der zweiten Zehe. Und dann kann man mit der Schere diese Sehne hier an dieser Stelle durchtrennen. Und wenn man das gemacht hat, dann wird sich die große Zehe bis etwa 30 Grad nach innen deponieren lassen. Das ist das Ziel des Weichteileingriffs. Damit wäre also die Sehnenspannung korrigiert. Ob man jetzt den Muskel da wieder hinhält und hier rafft, das ist dem individuellen Fall überlassen. Ein solcher Fuß, wie Sie ihn hier sehen, ist ein typischer Fuß, der einen solchen Weichteileingriff benötigt. Man kann sich gut vorstellen, wie jetzt hier die Sehnen wie ein Flitzebogen zu dem knöchernen Aspekt ziehen. Es handelt sich um eine höhergradige Fehlstellung, das heißt, wir wollen nicht mehr hier vorne im Sinne der Chevron-Osteotomie den Knochen begradigen, sondern das wird nur noch
an der Basis des Knochens funktionieren. Und da gibt es verschiedene Verfahren, denen man das machen kann. Das eine ist die sogenannte Closed Wedge, bei der ein Keil entnommen wird. Bei der Open Wedge wird ein Keil hineingesteckt und damit das da herumgedrückt. Und schließlich die sogenannte Crescentic-Osteotomie. Das ist das von uns bevorzugte Verfahren, das ich Ihnen jetzt noch näher zeigen will. Auch hier ist der Hautschnitt zur Weichteilkorrektur erforderlich. Und dann wird ein zweiter Hautschnitt an der Innenseite der Zehe ausgeführt. Hier. Die Gelenkkapsel wird dargestellt. Und Sie sehen jetzt hier, mit dieser Nadel ist hier vorne dieses Gelenk markiert. Und dann kann man mit der Säge, die sehen Sie hier, an dieser Stelle einen so leicht bogenförmigen Sägeschnitt anlegen und mit diesem Sägeschnitt lässt sich dann die Zehe bogenförmig an die zweite Zehe anlagern. Das sehen Sie hier, ein kleiner Überstand und dann wird das Ganze mit einer Platte stabilisiert. Hier ist ein solches Beispiel. Ich mache das gerade noch mal weg. Das ist die Ausgangssituation. Sie sehen dann hier, wie die Zehe korrigiert ist. Sie sehen jetzt der zweite Strahl und der erste Strahl, die sind fast parallel zueinander. Ich will das nochmal einzeichnen. Das ist die Ausgangssituation. Und jetzt sind die Zehen, die Mittelfußknochen praktisch parallel zueinander. Die Nachbehandlung einer solchen Operation besteht in dem Tragen eines sogenannten Verbandsschuhs, wie Sie ihn hier sehen. In diesen Verbandsschuh kann man eine solche Einlage einlegen. Diese Einlage, Sie sehen das, hat schwarze und blaue Elemente. Die blauen Elemente sind sehr weich und dadurch kann durch das Einsetzen dieser weichen Elemente unter die operierte Zehe führt dazu, dass der Betroffene oder die Betroffene in diesem Schuh mit Vollbelastung laufen kann. Eine solche Bandage ist optional, ist nicht zwingend notwendig. Wir machen das in der Regel sehr gerne. Die Krankengymnastik ist sehr wichtig, die Bewegungstherapie und die Lymphdrainage. Unmittelbar nach der Operation ist das Hochlegen des Fußes wichtig. Außerdem brauchen wir eine Thromboseprophylaxe, solange man in einem solchen Verbandsschuh mobilisiert ist. So viel zum Hallux Valgus und wir kommen gleich zum zweiten sehr verwandten Thema, nämlich der Hammerzehenfehlstellung. Das sind solche Ausgangsbefunde. Sie sehen diese krumme Zehe. Das wäre eine Möglichkeit, wie man das hinbringen könnte, damit die Zehe idealerweise so aussieht. Wir haben heute natürlich elegantere Verfahren, wie wir das machen können. Wir unterscheiden zwischen der Hammer- und der Krallenzehe. Im Volksmund ist das ja häufig, wird das ein bisschen miteinander vermischt. Bei der Hammerzehe ist das Entscheidende, dass die Zehenkuppe Bodenkontakt hat. Bei der Krallenzehe hat die Zehe diesen Bodenkontakt verloren. Wenn eine kleine Zehe den Bodenkontakt verloren hat, ist das für die Betroffenen in der Regel sehr unangenehm. Deswegen ist das eine wichtige Unterscheidung. Wie ist jetzt der typische Verlauf einer solchen Fehlstellung? Das Ganze beginnt mit einer Hyperextension, also einer Überstreckung in dem Grundgelenk. Das führt dann im weiteren Verlauf zunächst zu einer Instabilität, dann zu einer Subluxation und einer Luxation. Und ganz entscheidend für diesen Prozess, für diesen typischen Verlauf, sind die Sehnen. Wir haben eine Strecksehne und eine Beugesehne. Die Beugesehne ist wesentlich kräftiger als die Strecksehne und führt dazu, wenn sie in diese Richtung zieht, dass sich die Zehe eben in dieser Hammerzehen- oder Krallenzehenfehlstellung aufstellt. Jetzt hier nochmal versucht, anders darzustellen. Sie sehen hier den Drehpunkt des Gelenkes und Sie sehen, wie hier die Sehnen in diese Richtung
ziehen und dann die Hammerzehenfehlstellung verursachen. Was sind jetzt die Gründe, die zu einer solchen Hyperextension hier in diesem Grundgelenk führen? Und das sind zum einen inadäquate Schuhe, ist in der Regel vergesellschaftet mit einer Hallux-Valgus-Deformität. Neuromuskuläre Erkrankungen oder eine Spitzfußerkrankung sind eher die Ausnahme. Auch hier ist die klinische Untersuchung entscheidend. Wir schauen uns das Gangbild an und die entscheidende Frage ist die Stabilität im Gelenk, im Grundgelenk, die wir im sogenannten Drawer-Test überprüfen. Die bildgebenden Verfahren spielen bei der Diagnostik und Therapie eine untergeordnete Rolle. Ein Röntgenbild ist Standard in der stehenden Technik, wie wir es vorhin gesehen hatten. Aber die anderen Techniken sind nur bei besonderen Indikationen. Und dann unterscheiden wir, ob eine reine Hyperextension oder Instabilität besteht, die man gut mit einem sogenannten Beugesehnentransfer oder einer Versteifung, einer Arthrodese behandeln kann. Oder hat der Betroffene eine Subluxation oder eine Luxation, also ein ausgekugeltes Gelenk oder eins, das kurz vor der Auskugelung steht, dann ist die sogenannte Weil-Osteotomie die Methode der Wahl. Das will ich Ihnen gleich nochmal erklären. Also wir fangen an mit einer flexiblen Fehlstellung, die man mit einem Beugesehnentransfer behandeln kann. Sie sehen hier einen Blick von unten auf die Zehe. Hier ist oben, da ist unten und das ist der Blick von unten. Man legt jetzt einen kleinen Schnitt in der Beugefalte an, das ist hier, und trennt die lange Beugesehne an dieser Stelle ab und kann die dann hier vorne aus der Haut durch diesen zweiten Schnitt herausziehen. Sie sehen, das ist hier mit dem Klemmchen dargestellt. Und dann hat diese Sehne eine kleine Naht. Und an dieser Naht kann man die Sehne in beide Schenkel unterteilen und dann wie ein Lasso um die Zehe herum wickeln. Und das Ganze wird dann da vernäht. Und jetzt ist der Effekt, wenn die Zehe jetzt zieht, dann führt es dazu, dass die Zehe nach unten, also in die Streckstellung gebracht wird. Das ist ein Verfahren, eine kleine Operation, die man gut ambulant machen kann, die, ups, jetzt bin ich verrutscht, die man gut ambulant machen kann, innerhalb von 10 Minuten ist diese Operation durchgeführt. Die zweite Variante ist die sogenannte Arthrodese. Immer dann, die Versteifung, immer dann, wenn das Zehengelenk nicht mehr beweglich ist. Und die Arthrodese wird durchgeführt, indem über einen Hautschnitt ein Knochenanteil, ein Knochensegment, das ist hier das bräunlich dargestellte, entfernt wird und dann das Grundglied mit dem Mittelglied aufeinandergesetzt wird. Ich habe hier nochmal ein Röntgenbild. Sie sehen das hier. Hier ist ein Stück Knochen entfernt worden und dieser Stift verbindet jetzt die beiden Knochen miteinander. Die sind nach 6 bis 8 Wochen fest miteinander verbunden. Eine etwas modernere Variante ist zum Beispiel ein solches Hämmerlock-Implantat. Sie sehen hier diese Fehlstellung, diese Beugestellung. Man kann das Gelenk gar nicht mehr richtig erkennen. Es wird auch hier ein Stück reseziert und dann mit einem solchen Stift die beiden Knochen miteinander verbunden, sodass sie nicht mehr beweglich sind. Das Ganze dann in der Streckstellung und dann hat die Zehenkuppe wieder den Bodenkontakt. Die dritte mögliche Kleinzehenfehlstellung ist dann die Luxation oder die Subluxation, bei der dann eine Weil-Osteotomie erforderlich wird. Die Weil-Osteotomie, Sie sehen das hier, da ist das Grundglied aus dem Gelenk herausluxiert, steht oben am Fußrücken und dann wird ein solcher schräger Sägeschnitt angelegt, sodass die Zehe da wieder hinunter kann. Dann wird das Ganze fixiert mit einer solchen Schraube. Ich habe Ihnen hier Bilder mitgebracht und Sie sehen an diesem Gelenk, dass das hochgradig instabil ist. Die anderen Gelenke, die sind nur subluxiert und dann sind alle 4 Zehen mit einer solchen
verkürzenden sogenannten Weil-Osteotomie wieder zentriert wurden. Die Nachbehandlung dieser Kleinzehenkorrekturen sieht zum Beispiel bei der Hohmannschen Operation eine Kirschnerdraht, den Sie vorhin gesehen haben, eine Kirschnerdraht-Entfernung nach 3 Wochen vor und solange eben auch eine Rückstellung in diesem Schuh, den Sie vorhin schon gesehen haben. Bei der sogenannten Weil-Operation, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist die Rückstellung dann für 6 Wochen erforderlich, genauso wie bei diesem internen Implantat. So viel zu den Fußdeformitäten. Die Rückfußdeformitäten, also den Plattfuß und den Hohlfuß, den werden wir heute nicht besprechen. Ich möchte noch kurz auf die sogenannten Arthrosen des Vorfußes eingehen. Da haben wir zwei große Bereiche, wo das stattfinden kann, nämlich zum einen die rheumatischen Erkrankungen und dann aber insbesondere die Nekrose, also die Durchblutungsstörung am zweiten Mittelfußknochen. Wir sprechen vom Morbus Köhler. Diese Patienten haben erhebliche Schmerzen, insbesondere im betroffenen Gelenk, aber im Unterschied zu diesen Kleinzehenfehlstellungen, die wir vorhin gesehen haben, keine übermäßige Beschwielung. Ich habe Ihnen hier ein Röntgenbild mitgebracht und Sie sehen hier, wie dieses Gelenk, wenn Sie das auch mit den Nachbargelenken vergleichen, aufgetrieben ist und der Gelenkspalt gar nicht mehr richtig erkennbar ist. Das sind die typischen Arthrosezeichen. Der Patient hat Anlaufschmerzen, hat einen Belastungsschmerz und eben die Abflachung der Kopfkontur. Und die Behandlung sehen Sie dann hier. Ich habe das hier schematisch aufgezeichnet. Man entnimmt hier einen kleinen Keil, weil die Arthrose sich praktisch immer in diesem Bereich darstellen lässt. Dieser Keil wird entnommen und dann kann man den restlichen Kopf da hochklappen und das Ganze zum Beispiel mit 2 Drähten stabilisieren. Noch häufiger als die Arthrose an dem zweiten Mittelfußgrundgelenk ist die Arthrose am Großzehengrundgelenk. Sie betrifft eher Männer als Frauen. Und wenn man in den medizinischen Literaturdatenbanken guckt, dann findet man Fälle vorwiegend aus Nordamerika und Europa beschrieben. Also auch hier scheint es eine gewisse regionale Prävalenz zu geben. Die konservative Behandlung sieht eine solche Schuhversorgung vor mit speziellen Einlagen, einer sogenannten Rigidusfeder, die also hier unter dem Großzehengrundgelenk eine starre Platte eingearbeitet hat, sodass beim Laufen das arthrotisch schmerzhaft veränderte Gelenk sich nicht bewegen muss. Wenn es sich um eine einfache, leichte Arthroseform handelt, ein beginnendes Arthrosestadium, bei dem weniger die Schmerzen im Vordergrund stehen, sondern eher die schlechte Beweglichkeit, insbesondere das Anheben der großen Zehen nicht mehr richtig funktioniert, was wir zum Beispiel beim Treppensteigen benötigen, dann kann man eine sogenannte Keilentnahme, eine Keilektomie durchführen, bei der der überstehende, überschüssige Knochen entfernt wird. Und am Ende dieser Operation lässt sich die Zehe dann etwa 70 Grad nach oben bewegen, was für das Treppensteigen ausreichend ist. Die Alternative dazu, wenn die Schmerzen im Vordergrund stehen, ist die Versteifungsoperation. Sie sehen hier verschiedene Techniken, wie man eine solche Versteifungsoperation durchführen kann. Der große Vorteil einer solchen Versteifungsoperation ist, dass die große Zehe in der richtigen Achse ausgerichtet ist und die Schmerzen, die durch die Arthrose entstehen, ein für alle Mal beseitigt sind. Und das lässt sich auch in Studien nachweisen. Hier ist eine Studie aus dem Jahr 2005. Da wurden 60 Füße untersucht und der Autor hat gefunden, dass die Patientenzufriedenheit sehr groß war, weil die Betroffenen nach der Operation ihren ursprünglichen Lebensgewohnheiten fast vollumfänglich wieder nachgehen konnten. Und die allermeisten würden diesen Eingriff erneut durchführen.
So, damit möchte ich für heute schließen. Wir haben uns unterhalten über die Vorfußdeformitäten. Wir haben uns unterhalten über die Arthrosen am Vorfuß. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die jetzt im Chat schriftlich stellen und ich werde versuchen, diese Fragen zu beantworten. Die Frage war, ob Barfußschuhe etwas bringen. Barfußschuhe sind gut für gesunde Füße, aber nicht zu empfehlen für kranke Füße, also solche, die wir gerade gesehen haben, mit einem Hallux valgus oder einer Hammerzehe oder Krallenzehe oder einer Arthrose. Da empfehle ich das nicht. Sie dürfen gerne weitere Fragen stellen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das heutige RKH-Webinar, den Livestream, auch beenden. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns in Bälde beim nächsten Livestream wieder. Vielen Dank.